So, wir spielen Voices from the Sea. Wir spielen dieses Spiel aber nur an, weil es wohl einen Bug hat. Ich habe das angefangen zu spielen, aber es hat sich dann ständig aufgehangen und ich komme einfach nicht weiter. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Es ist eben kurz angespielt. Wenn es euch gefällt, kauft es euch. Es ist auch nicht teuer, es ist auf Steam erhältlich. Und ich wünsche euch viel Spaß. Abonnieren und liken nicht vergessen, würde ich mich freuen. Jo. Gut. Es rauscht. Wie ein Radio ohne Kanäle. Muss ich schon was machen? Nie endendes Summen, das meinen Verstand durcheinander bringt. Ich erinnere mich nicht, wann ich kein Verlangen mehr danach hatte, meinen Kanal einzustellen. Egal, ob es zu Hause war. Kantos, wie oft soll ich dir noch sagen, dass du das nicht machen sollst? Gott, meine Mutter. Kommt die in ein Spiel? Jetzt hör mir mal zu. Ich sag das um deinetwillen. Wag es nicht, mir zu widersprechen. Es ist wirklich meine Mutter. Oder in der Schule. Schüler. Hey, Kantos. Hast du von diesem Gerücht gehört? Der Junge in der anderen Klasse ist zum Strand gegangen und... Komm schon, sei nicht so ein Langweiler. Hör zu, was ich dir zu sagen habe. Rauschen. Nichts als Rauschen und Rauschen. Geh mal ein Rauschen. Oh Gott, wir werden nicht besser. Gewöhnt euch dran. Es wird jeden Tag nur noch lauter. Und lässt mich nicht in Ruhe. Jetzt geht's los. Bild! Wir haben Bild! Das Meer. Es ist so blau wie eh und je. In letzter Zeit komme ich öfter her als sonst. Sehr wenige Leute kommen hierher. Die meisten Kinder in meinem Alter hängen lieber mit ihren Freunden herum und spielen Videospiele. Ich hingegen könnte den ganzen Tag hier sitzen und den vergänglichen Wellen zuhören. Jo, wenn man es mag. Das Geräusch, das sie machen, wenn sie ans Ufer kommen. Rein und raus, rein und raus. Es ist so faszinierend. Es ist der einzige Ort, wo ich Trost finden kann. Muss kein Rauschen mehr hören. Ich muss meinen Kanal nicht einstellen, um zu den anderen zu gehören. Kann einfach ich selbst sein. Punk, 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 punk. Hey! Spring auf, als hätte mich was gebissen. Hm? Was habe ich gerade gehört? Dieses Geräusch durchbrach die Stille. War das eine Stimme? Was für ein seltsames Erlebnis. Ich kam mir vor, als hätte ich lange keine mehr gehört. Mit dem Rauschen in letzter Zeit ist es kein Wunder, dass ich so empfinde. Die Stimme? Hey, kannst du mich hören? Endlich! Endlich habe ich deine Aufmerksamkeit. Eine unbekannte Gestalt steht vor mir, ein Mädchen in meinem Alter. Es ist klar, dass die Stimme von ihr kam. Als ich sie sehe, kommt es mir vor, als sehe ich das blaue Meer. Bin ich sicher, warum? Wie heißt du? Sichern mal schnell. Wieder überrascht sie mich. Erst ein paar Sekunden später fange ich mich wieder. Kantos. Kantos? Sie wiederholt meinen Namen mit neugierigen Augen. Was für ein schöner Name.
Ist denn ernst? Es war einfach ein Reflex. Was sagt dieses Mädchen da? Ja, warum nicht? Sie antwortet gelassen. Antus. Antus. Je öfter ich ihn sage, desto mehr gefällt er mir. Findest du nicht? Nö, irgendwie nicht. Das hat auch noch niemand zu mir gesagt. Nicht mal meine Mutter findet das. Sie hat ihn vermutlich ausgedacht, als er auf Toilette saß. Oh, wenn du mir mal nicht ziemlich ernst bist. Es wäre toll, wenn sich Kantos ein wenig entspannen würde. Jetzt holt sie einen Joint raus, pass auf. Ja, wenn du mir mal nicht ziemlich fröhlich bist. Zu fröhlich, wenn ich mal so sagen darf. Wäre toll, wenn du das ein bisschen runterfahren könntest. Als sie meine Antwort hört, erstarrt sie für einen Moment. Ein paar Sekunden später bricht sie in Gelächter aus. Das ist so lustig. Die Reaktion hat mich überrascht. Es ist nicht ungewöhnlich, dass mich Leute auslachen. Ich nehme das für gewöhnlich hin und gehe einfach weg. Aber ihre Stimme heilt im Wind wieder. Sie ist seltsam fesselt. Ich kann nicht wegschauen. Lass mich raten. Kantos hat nicht viele Freunde. Ist nicht, dass ich nicht viele habe. Ich hab auch keine. Oh. So ein Problem damit? Nein, überhaupt nicht. Ich muss Kantos erster Freund sein. Das ist perfekt, oder? Eine kleine Macke? Wie immer ist ihre Antwort ungewöhnlich. Ich bin sprachlos. Maurice ist mein Name. Nett, dich kennenzulernen, Kantos. Es ist meine schicksalhafte Begegnung mit ihr, dem rätselhaften Mädchen vom Meer. Ich erinnere mich immer noch an diese Stimmen. Stimmen vom Meer. Präsentiert. Welch blaues Haar. Wie wunderbar. So, jetzt los, komm in die Puschen, wir wollen was erleben hier. Voices from the Sea. Musik ist schon nicht schlecht, ne? Maurice. Kantos, das sind wir. Hat uns gerade gekniffen? Für Klamotten. Aber wer kann, der kann. So, macht euch bereit. Prolog. Wetterbericht. Verschneit. Er ist kalt, abwesend und einsam. Tag 1.
Voices from the Sea. Maris ist mein Name. Nett, dich kennenzulernen, Kantus. Maris. Wiederhole ihren Namen, um ihren Namen zu registrieren. Yep, Maris. Kantus und Maris, ein himmlisches Team, findest du nicht? Jetzt fängt die wieder an. Sagt einfach so seltsame Dinge, ohne dass ihr peinlich ist. Hör auf. Es ist peinlich. Kantus ist ein großer Junge. Ihm muss nichts peinlich sein. Ich bin 13, ich bin noch ein Kind. Mit 10? Was für ein Zufall. Was, bist du etwa gleich so alt wie ich? Oh, im Gegensatz zu dir ist Maris ein großes Mädchen. Was ist das für eine Antwort? Und was macht ein 13-jähriges Kind ganz allein am Strand? Nüscht. Ich mag's nur aufs Meer zu gucken. Das ist so peinlich. Ach, lass mich doch in Ruhe. Wieder einmal bringt sie mich aus der Fassung, die ich mühevoll zu wahren versucht habe. Hör mal, ich sitze hier nicht bloß rum und tu gar nichts. Es gibt viele interessante Dinge, die ich hier machen kann. Zum Beispiel, ich kann die Welt zuhören. Sie ist so wundervoll. Das war's? Das ist alles, was du tust? Ein Blick in ihr Gesicht und man sieht, dass sie nicht überzeugt ist. Man kann auch nach Muscheln suchen. Man kann auch nach Muscheln suchen. Sagt sie wieder nichts, ne? Was? Warum siehst du mich so an? Ich kann die Schill nicht ertragen und spreche weiter. Das Einzige auf der Welt, das dem Schillen mehr Konkurrenz machen kann, sind Muscheln. Hast du ein Problem damit? Hast du ein Problem? Nein. Es ist nur das. Das ist so peinlich. Lass mich doch in Ruhe. Ich wende mich ab, um mein Gesicht zu verbergen. Es ist vermutlich gerade rot. Es ist mir für gewöhnlich egal, was andere über mich denken. Deswegen überrascht mich vor allem meine eigene Reaktion. Wenn ich daran denke, dass ein einfacher Kommentar von einem Mädchen mich so aus der Fassung bringen kann. Nein, das ist nicht okay. Ich tue besser etwas. Thema wechseln, nach Muscheln suchen. Naja, ich meine, die ist schon ziemlich komisch. Also wir könnten doch einfach nach Muscheln suchen und so tun, als hätten wir sie nicht gesehen. Okay, wir wechseln das Thema. Alles, was ich tun muss, ist das Thema zu wechseln. Und was mit dir? Sicherlich gibt es einen Grund, warum ein großes Mädchen wie du hier ganz alleine am Strand ist. Ich? Ich bin hier, weil du hier bist. Was? Maris ist Kantos erster Freund. Natürlich muss ich dort sein, wo er ist. Gott. Hilfe! Du sagst peinlichere Dinge als ich. Ich wusste es, du machst dich bloß über mich lustig. Ich bin so dumm. Ich hätte das erwarten sollen, wenn man betrachtet, mit wem ich es zu tun habe. Auf keinen Fall wird sie mir jetzt eine normale Antwort geben, oder? Wir sind nach Muscheln suchen. Stimmt. Ich zeige ihr die Muscheln, die man hier finden kann. Ich bin sicher, sogar ein seltsames Mädchen wie sie weiß, so was Schönes wertzuschätzen. In Ordnung. Wird schon schief gehen. Muscheln gefunden. Du hast eine Korallenschnecke gefunden. Du kannst pro Tag nur eine Muschel behalten. Möchtest du die behalten? Ja, ist ja keine andere da, oder? Ja. In Ordnung, das sollte reichen. Auf
Wir sichern mal schnell. Hey, sieh mal, was ich gefunden habe. Sie ist schön, oder? Jetzt kannst du dich nicht mehr über mich lustig machen. War so selbstbewusst, dass ich meinen Sieg zu früh verkündet habe. Was ist das? Die sehen aus wie Finger. Das ist irgendwie gruselig, findest du nicht? Was? Sieh mal, die Farben. Die einzigartige Form, Textur. Du hast gar keine Ahnung. Wie kannst du sowas Schönes gruselig nennen? Ich wehre mich mit jeder Faser meines Körpers. Und doch kommt es mir vor, als würde sie sich über meine Vergeltung lustig machen. Ein paar Sekunden später bricht sie in Geläster aus. Paris findet sie auch schön. Oh, spricht sie schon in der... Kann ich sie haben? Nimm sie einfach. Juhu! Danke, Kantos. Dieses Mädchen, ich verstehe die nicht. Ich fange langsam an zu verstehen, dass es sinnlos ist, sie verstehen zu wollen. Es wird spät. Ich gehe nach Hause. Jetzt schon? Und snuggelt meine Mutter wieder. Das nervt, verstehst du? Ich verstehe. Sie sieht enttäuscht aus. Kommt Kantos morgen wieder? Ja, aber sag bloß, du kommst auch. Natürlich. Ries muss noch Kantos lächeln sehen. Hör auf damit! Was tust du? Wir haben den ganzen Tag zusammen verbracht. Aber du hast nicht gelächelt. Kein einziges Mal. Ich sehe auch keinen Grund dazu. Nur Idioten lächeln ohne Grund. Dann werde ich dir einen Grund geben. Gib mir 7 Tage. Ich bringe dich zum Lächeln. Okay, Kantos? Du bist seltsam. Ernsthaft. Okay, Kantos? Okay, ich hab's kapiert. Würdest du wohl bitte aufhören? Das ist ein Versprechen. Tu einfach, was du willst. Bist du ehrlich? Ich frag mich, warum ich sie an diesem Tag nicht zurückgewiesen habe. Ihre Worte waren wie die Wellen des Meeres und schwemmten mich davon. Ich kann nur mitschwimmen. Wohin wird mich diese Strömung treiben? Nur die Zeit kann das zeigen. Auswertung. Wetterbericht. Stürmisch. In ihm wütet ein Sturm, der nie endet. Ja? So, das ist jetzt der Sturm, ja? Der nie endet, oder? Hallo? Hab ich was verpasst?